Könnte diese Stadt sprechen, hätte sie uns viel zu erzählen. 89 nach Christus beginnt das römische Kapitel Budapests. In den folgenden Jahrhunderten hat diese Stadt viel Besuch bekommen. Slawische Völker, christliche Kolonialisten, osmanische Herrscher und österreichische Habsburger prägten diese Stadt. All das hat Budapest zu einer Metropole vielfältiger Kultur und Architektur gemacht, in die jedes Jahr viele Millionen Touristen aus aller Welt strömen. Seit 2004 ist Ungarn Teil der Europäischen Union. Heute stehen Ungarn und seine Regierung exemplarisch für die Herausforderungen, mit denen die Europäische Union in der Migrationspolitik konfrontiert ist. In Hungary, the propaganda is likely to change the legal migration with the illegal migration. So a government always say that they want to stop illegal migration. Another campaign, they show that migrants are always come to Hungary illegal way. And this is the point how propaganda works. In Hungary, everybody think that migration is just illegal thing. Legal immigration in the Union is handled easily if a person who chooses to immigrate has EU citizenship. However, if the immigrants is from overseas, they also most welcome in the Union and we would welcome them in Hungary. There is a shortage of workers and we can resolve this issue with immigration, but we need to make a legal system for all of this. European Union is a place where we can move freely to the other countries, so that's the main point why we need a common solution for this problem. Every common solution is better than the nation do their own solution. Die Mammutaufgabe Migration können die europäischen Staaten nur gemeinsam bewältigen. Jedes Land muss Flüchtlinge nach einem gesamteuropäischen Verteilungsschlüssel orientiert an Wirtschaftsleistung, Einwohnerzahl und Arbeitslosenquote aufnehmen. Langfristig ist unser Ziel aber ein europäisches Einwanderungsrecht, das Menschen aus der ganzen Welt die legale Migration in die EU ermöglicht. Als ersten Schritt schlagen wir ein europäisches Visum zur Arbeitssuche vor. Wer qualifiziert und nicht vorbestraft ist, eine der europäischen Amtssprachen spricht und seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann, der soll ein solches Visum erhalten. Wir wollen Europa zu einem Kontinent der Chancen für alle Menschen machen. Wie geil wäre das denn?